Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Und das ist, na, wer erkennt ihn schon? Donkey Kong auf dem Game Boy. Das von 1994. Jetzt würden wir sagen, das ist ja verdammt spät im Lebenszyklus von Game Boy. Ist es auch. Deswegen ist das auch leider ein Game, was fast kein Mensch kennt. Und ich will es noch nicht vorwegnehmen. Es wird gleich ein bisschen anders. Und jetzt sagt er, das habe ich doch 600 Milliarden Mal gesehen. Donkey Kong. Auf allen möglichen Systemen. Richtig. Die Version ist aber ein bisschen anders. Ich hoffe auch, dass ich euch das zeigen kann. So, das ist wieder der gute alte Mario. Früher mal bekannt als Jumpman. Wir retten allerdings immer noch Pauline, die alte Schlampe. So, das war Level 1. Ich hoffe, das kann ich euch auch zeigen. Sonst muss ich dann doch gleich mal ein bisschen mit Safe States tricksen. Aber ihr seht schon, die Animationsphasen und so ist cooler, ne? Als das, was man kennt. Ihr seht, da sind 4 Stages. Und ihr habt schon gesehen, man kann auch irgendwie hier speichern. Das auch nicht ohne Grund. Aua. Das war nie gut. Das war nie gut. Das war ein Freileben, aber man muss trotzdem sich nicht opfern. Okay, also muss ich aufpassen. So. Da ist der Schirm. So. Ihr könnt auch mit dem Hammer ein bisschen anders arbeiten. Ich zeige das mal. Den können wir nämlich nach oben und nach unten werfen. Und natürlich können wir uns selber verbrennen. Pfiffig. Da ist schon wieder ein Freileben. Ach, Müll. Ich mag ja ein feuriger Typ sein, aber das ist irgendwie jetzt lächerlich. Ja, nochmal. Es ist deutlich einfacher als die Arcade-Fassung. Das ist mal vollkommen klar. So. So, dann kann man das nicht. Würdest du mal... Ja, hast du toll gemacht, Mario. Toll gemacht. Nein! Geh nach oben. Da, danke. Level geschafft. Das ist doch relativ einfach. So, das lassen wir uns nicht gefallen. Wir klettern weiter. Merkt euch die Score da unten. Also natürlich nicht so, wie ich mich anstelle, das ist doof. Aber wenn man es kann. So, die Stage sollten die meisten kennen. Die ist nicht so unbekannt. So, geh weg. Ja, natürlich. Das ist wie beim Arcade. Wenn das Ding da steht, das ist nervt. So. Gott. Och. Jetzt mal gut hier. Ich glaub, es hängt. So, gut. Das ist schön. Der fällt da runter. Ja, wäre mal schön, wenn er weggehen könnte. Dann könnte ich mir nämlich mal das Ding hier schnappen. Sollte reichen. Danke. So. Ja, haben wir. Hui. So, vierte und richtig letzte Stage. Und dann denkt ihr, hey, dann haben wir das ganze Game durchgespielt. Natürlich nicht. So, jetzt wollen wir Donkey mal besiegen. So, geh du mal. Ja. Lass mich fliegen. So. Holen wir uns mal ein Freileben. Ihr geht da lang, das finde ich gut. So, jetzt gibt's Haue. Haha! So, du komm mal gleich hier hin. Na, das sieht doch gut aus. Was ich euch zeigen kann, man kann jetzt da auch dementsprechend so runterspringen. Ganz nett. So, da
Das passt. Wir haben's durch. Nein, und das war nicht das ganze Game. Denn jetzt, und das finde ich so geil, fängt das Game erst an. Das war, wenn man so will, der Prolog. Natürlich lässt sich Onkel DK nicht so einfach von Mario platt machen. So. Guck mal, was ihr habt. Und jetzt wird's richtig cool. So. Schlüssel. Das kennt ihr ja aus anderen Games. Verschiedene Schlösser kennt ihr auch. So, für die Score gibt's Freileben. Und auf einmal, ihr seht das richtig, haben wir eine Karte. Ja, jetzt zeige ich euch mal, wie die Levels ablaufen. So. Es geht eigentlich darum, immer den Schlüssel zu kriegen. Mal was für Ding mal. Kaputt. Oder das Öl macht mich kaputt. Aber wenn das nicht mal irgendwie ein Hinweis war, auf die Umwelt. Das Öl. Das einen Klempner kaputt macht. Kannst du mal mit dem Hammer mal richtig zulangen? Ich weiß ja, dass du Klempner bist. Aber. Jetzt hör mal zu, Mario Birne. Da jammern sie jetzt halt immer auf Peach. Na, muss ich mal den Klempner hier antun. Der wird in Deutschland auch kein IAK zulassen kriegen. Der Vogel. So. Zack. Dann rollen wir mal ein bisschen den Schirm ab. Da können wir jetzt wahrscheinlich... Achso, genau, man kann... Kann mir mal zeigen. Was es ja auch gibt. Na, Vorführeffekt? Genau. So eine Art, tja, ich würde sagen, künstlichen Möchtegern-Salto. So. Geh du mal weg. Und dann haben wir den Level geschafft. Darum geht's eigentlich nur. Schlüssel finden. Tür schließen. Glücklich sein. Ich guck mal, wie weit ich hier komme mit dem Leben. Das wäre mal vielleicht auch eine Idee, vielleicht für manche Leute da mal ein LP von rauszumachen. So. Da oben ist der Schlüssel. Das Einzige, was mich ein bisschen abschreckt... Uah! Ich glaube, das seht ihr, das sind so Büchelfarben. Das ist ein bisschen krank. So. Na? Genau, jetzt nach oben werfen. So, jetzt gucken wir mal, dass wir das hinkriegen. Uah! Uah! Toll gesprungen, Klempner. Toll gesprungen. Jetzt aber. Yes! Haha! Schön. Haben wir. Ja, kann ich was freispielen? Ich freue mich. Ja! Super! Stage 1. 3. So. So, wo ist denn... Da ist der Schlüssel. Okay. Dann kletter du mal. Was hat er denn? Mario, mach kein Mist. Oh. Gefährlich. Nein. Da wollte ich nicht hin. Schnell weg. Der Hammer tut manchmal gute Dienste. Komm, können wir das auch mal mitnehmen. So. Das heißt, wir müssen eigentlich nur gegen die Tonne laufen. Nein, das müssen wir natürlich genau nicht. So,
eigentlich ist der... Na komm, ist der Trick doch eigentlich relativ einfach. Ha! Solange ich hier Freileben kriege, ist das ja kein Thema. Nein! Mario, du Depp! Jetzt hat er eine Erleuchtung. Da oben nicht springen. Na, ihr seht, man kann auf die drauf springen. Das geht gefahrlos. Aha. So, das war wieder gut. Alter, warum springe ich denn da? Ich will nicht springen. Nimm mit. Danke. Uah. Das war gekonnt. Ich gucke aber mal, dass das jetzt nicht unbedingt länger als 15 Minuten wird. Damit ihr nicht tierisch genervt werdet von unglaublichen Jahrhundert-Skills. So, das ist schon mal gut. So. Jetzt müssen wir eigentlich theoretisch nur noch da drauf. Und dahin. Jawoll! Ist doch nicht so schwer. So, jetzt haben wir erst Boss-Battle. So, komm, leg los. Zeig, was du kannst. Ja, 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 mach, komm, zieh deine große Show ab. Donkey oder DK. Mach die platt. Ja, wie mich auch. So. Nein! Nein! Nein, 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 nein! Ich will dich besiegen. Komm, das machen wir jetzt hier mal noch. So. So. Gut gemacht. So. So. Zack. Zack. Und hoch. Bisschen Glück haben. Sollte da reichen. Yes! Da guckt dann doof. So, da haben wir das auch. Und dann geht das schon wieder. So, wir gucken noch einmal kurz jetzt in der Level rein. Das ist tatsächlich Donkey Kong auf dem Game Boy. Eine schweinegeile Version. Die ist wirklich absolut top. Also, kann ich nur empfehlen, holt's euch. Das ist aber mal die Euros auf dem Flohmarkt wert. So, genau. Da flüchtet er schon wieder. So. Ah, klar. Zack. Dann machen wir eine Brücke. Klar. Achso, ich muss die Brücke selber setzen. Ah! Geil. Geile Idee. Ah, die Musik ist klar. So, klar. Dann will ich die Brücke hin haben. Nein! Sollst du hier nicht mit dem Schlüssel bewerfen? Aber ihr seht, wie der Level geht, ne? Könnt ihr mal entscheiden, vielleicht soll ich davon mal mehr machen. Bin gespannt auf eure Kommentare. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wenn ihr Spaß hattet, dann bitte abonnieren, kommentieren, bewerten und wir sehen uns beim nächsten Retro Let's Show. Immer, immer wieder. Wir sehen uns. Tschüss.